Wenn man sagt, nenne mir fünf Sachen in deinem Leben oder was macht deine Persönlichkeit, dann ist eins davon immer, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern. Also so mit Freunden, mit einem Kasten Bier, an einem See sitzen und gucken, wie die Sonne aufgeht. Das ist schon eine große Portion Glück, finde ich. Also das ist so ein Gefühl, was ich, glaube ich, auch immer wieder überall dort, wo ich lebe, suche. Dieses Gefühl, ja, von Einfachheit, von Freundschaft. Da komme ich her. Und da muss ich dann wieder an diesen Satz von Gundermann denken. Hier bin ich geboren, wo die Kühe mager sind wie das Glück. Ja, eine schöne Melancholie. Die Schönheit am Trostlosen. Es ist so ein bisschen, es ist wirklich immer so ein bisschen Zeitreise. Wenn ich so zurückkomme, habe ich das Gefühl, seit 30 Jahren hat sich nichts verändert. Es ist immer noch genauso. Ein ganz konservierter Kosmos. Natürlich war es auch mega langweilig hier. Und wir haben irgendwie, was haben wir gemacht? Wir sind irgendwie mit dem Fahrrad durchs Dorf gefahren und haben Alarm für Cobra 11 nachgespielt. Und so, das waren irgendwie so unsere Kinderspiele. Meine Kreativität und meine Inspiration auch in meiner Arbeit. Ich glaube, einerseits nehme ich die aus einer großen Wut und auch einem großen Frust über die Welt, aber auch aus einem Drang, was verändern zu wollen. Ich bin ja 1988 geboren, also sozusagen ein Wendekind. Ich habe so das Gefühl, dass ich, ja, dass ich so das Revolutionsgehen habe. Irgendwas von diesem Kampfgeist ist ganz tief in mir verwurzelt. Ich mag das zum Beispiel sehr gerne, wenn ich auf der Bühne stehe oder im Theater spiele, mich ganz vorne an die Rampe zu stellen und von da aus zu spüren. Und ich fühle mich dann immer so ein bisschen wie ganz vorne bei einer Demo. So, und ich stehe da jetzt mit Bengalos und ich führe jetzt hier den Laden an. Das, ja, das fühlt sich einfach wahnsinnig gut an. Und das kommt, glaube ich, schon auch aus Erfahrungen, die ich auch hier gemacht habe. Hinter mir die brennende Stadt. Und danach ist Schluss.